Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die im Wildchart und some Nameless. Schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben. Tag 16 wartet auf uns. Wir werden erstmal rausgehen, gleich zur Schmelze. Ich habe gesehen, dass ich meine Messingbrocken da drin gelagert habe. Dann hauen wir das durch, schauen ein bisschen, was wir für Munition brauchen. Dann würde ich die Kirchen abschlussfertig machen, dass wir einen Haken dran kriegen. Dann machen wir einen mini kleinen Ausflug. Irgendwo ist einer. Dann machen wir einen kleinen Ausflug, sodass wir das Gebiet ein bisschen großzügiger freilegen. Zumindest ein kleines wenig, damit wir sehen, ob wir vielleicht das Glück haben, einen Händler zu finden. Anderenfalls. Kurzer Moment. Wo bist denn du? Sportsal, ich bin hier drin. Muss man bloß sagen, wo du bist. Ist aber keine Horde, oder? Ja, wir gehen ja gleich runter, ist ja gleich 4. Ich lade schon mal alles nach. Genau, da machen wir einen kleinen Ausflug, dass wir das Gebiet ein bisschen freilegen, aber nicht so viel, dass wir nicht heute noch zum Looten kommen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir unterwegs sind. Jetzt ist schon mal ein neuer Tag, das ist schon mal gut und wir müssen jetzt aber erstmal frühstücken. Hier ist alles aufgeladen. So, zum Frühstück gibt es heute gute Kost. So, mehr kann ich da jetzt auch nicht. Das war so ein ganz kleines bisschen und vielleicht trinkt mal ein so Teil. Ich muss mal gucken, dass wir uns auch was zum Essen besorgen, ne? So, die scrappen wir gleich. Das ist soweit klar. Problem ist tatsächlich, Sachen für einen Händler zu sammeln, wenn du gar nicht weißt, ob du einen Händler finden wirst jetzt so schnell, ne? So, jetzt gehen wir erstmal runter und stellen uns. Da waren sie doch gerade, ne? Tatsächlich, Alter. Oh, ist das übel. So eine Begrüßung brauchst du. Und auch noch so ein feraler Sack, ne? Bleibt immer draußen. Auch gleich zwei Ferale. Ha! Ha! Die musst du nachladen. Die musst du nachladen. Dreh dich rum. Boller den weg. Ey, was ist das für eine scheiß Begrüßung, wenn ich hier aus der Kirche komme um die Uhrzeit? Und gleich tot, oder? Jo, Mutter. Willkommen an Tag 16. Haben wir eine kleine Mini-Horde nach Kapte? Allerle! Oh! Ist aber. Naja, mit der Game Stage, das bin ich natürlich nicht gewohnt. Vielleicht sollte ich mal kurz sterben. Vielleicht sollte ich mal kurz sterben. Junge, Junge! Kurzer Moment, ich bin gleich wieder da. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Inventarplatz, sehe ich gerade. Da sind noch mehr. Ich brauche unbedingt diese Shotgun wieder, die Pump-Action, die wir mal gehabt haben. Nimm den mal noch, das hat nicht ganz gereicht hier. Gerade am Frühstück so eine Kacke hier am Laufen. Noch mehr Ferale? Hallo? Das bockt mich aber mal wieder ganz extrem gerade. Die Säcke. Wegen entspannter Runde. Vergiss das gleich mal wieder. Ich glaube, der ist außerhalb der Mauer. Lego Bio ist Schiff, das ist kalt. Och du je, wir werden sowas von ganz, ganz übel. Und es laufen irgendwie nur die etwas größeren auch rum, ne? Bleib doch liegen. Und schön über ihr Haupt geschossen. Hier, guck mal. Ja, das war eine Wanderhorde. Dass es graschelt hat, habe ich gehört, aber es war jetzt nicht so extrem. Wir werden auf jeden Fall in dem Spielstand wahrscheinlich viel früher bessere Muni bauen müssen, ne? War doch klar, dass du nochmal aufstehst. Ach du je. Habe ich mein Gewehr eigentlich noch? Ja. Das nehme ich jetzt mal mit. So, pass mal auf. Probieren wir mal trotzdem hier in den Flow zu kommen. Lecker wie, oder? Ach, da habe ich gestern Schnee geschippt. Hier, das habe ich nämlich tatsächlich gar nicht gesehen, dass ich die hier eingelagert hatte gestern, ne? Dann lasse ich das schon mal durchlaufen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Hülsen herzustellen. Lehm haben wir dafür. Messing wird gerade eingeschmolzen. Wir werden auf jeden Fall versuchen... Muss ich mal ganz kurz reingucken. Nicht Shotgun, das musste mit Schroh. Schießpulver hätte ich. Grober Schrot könnte ich herstellen, ne? Grober Schrot... Viel haben wir halt nicht gerade, ne? Ja, da ist ja aber ein bisschen vorrätig. Jetzt pass auf, wir machen kurz die Kirche gleich. Ich schau nochmal hier kurz rein.
Ach, guck an. Da hätte ich auch nochmal Wasserzeugs, ne? Mach das mal runter, sonst irritiert mich das alles viel zu sehr. Also, gut, ich bin da. Jetzt machen wir mal kurz den Haken dran, wie ich gesagt habe. Leck mich an der Kap, du. Da machst was mit. Ja, wir sollten uns aber auch ein bisschen 7er Munition herstellen, denke ich mal. Schmerztablette nimmst du, wenn es soweit ist. Da musst du jetzt allerdings hier ganz kleines bisschen auch drauf achten, ne? Du bist ja noch nicht super safe. Bin froh, dass ich keine Infektion gekriegt habe. Alterle. Ich habe das blöde Gefühl, das wird eine ziemlich knackige Runde. Es fühlt sich gerade extremo so an. Was wollte ich machen? Ich wollte chippen, ne? Alles klar, ich wollte einen auf Chippendales machen hier. Du liegst genau über dem Sarg, die Galle. Nicht den Zombie. Ich sag's dir. Ich hoffe halt hier auf ein bisschen Muni, ne? Ein Müllsack. Ein Müllsack. Aber gut, Blei kann man ja gebrauchen, leider. Das machen wir jetzt klar. Hühnchen töten haben wir eine Quest. Und was war die andere? Töte ein paar Tiere, glaube ich, ne? Ich trau mich mal rein. Tierisch gut. Den Bär hatten wir doch, aber habe ich die Quest danach angenommen, oder was? Die wir mal eher erledigen können, wie die 10 Hühnchen. Ich hoffe dann, dass dadurch natürlich der Händler dann auch frei wird, ne? Was brauchst du denn? Bären, Hirsch, ein Schwein, ein Huhn und ein Hase. Und es ist egal, mit was ich es töte, ne? Das war, glaube ich, nicht die. Ich guck nochmal nicht, dass ich danach einen Fehler mache. Töte ein paar Tiere. Ne, ne, die ist eigentlich recht überschaubar. So, meine Lieben. Jetzt halten wir uns erstmal hier auf bis um 10, bevor wir unseren Rundgang machen. Ja. Ich wusste. Ich wusste es. Ich habe mir es gemerkt. Super Plätzle für Munition immer, ne? Ey, wenn wir die Tierquest erledigen, zeigt es uns normalerweise den nächsten Händler an, oder? Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt sind wir erstmal nass. Im Moment frieren wir aber Gott sei Dank mal noch nicht. Sarg ist unberührt. Jo, und auch noch unsere Muni. Hier gucke ich mal nach Eiern. Den nehme ich mit. Kleber ist klar. Wir müssen uns heute auch ein paar Rüstungs-Reparaturkits machen. Jetzt habe ich die Federei gesagt, die wollte ich doch gar nicht. So, hast du jetzt hier alles aufgebohrt? Den noch? Ja, so machen wir das jetzt. Eier mal jetzt ein bisschen den Friedhof durch gemeinsam, freuen uns über jeden Loot. Oder auch über nicht vorhandenen Loot. Ich nehme das jetzt mal mit, sonst gucke ich 10.000 Mal nach, ob ich es habe, ne? So, Leute. Ah, das ist ja eine Stimmung hier im Schneegebiet. Hier ist wieder ein Müllsack. Mit nichts drin. Einen leeren Müllsack vergraben, das musst du auch erstmal bringen. Hase, Huhn, na ja, gut. Wenn man die Viecher gleich findet, geht's, ne? Ja, sehr schön. Machen wir hier noch auf. Irgendwo klopft schon wieder einer. Die ist kalt, jetzt frieren wir endlich. Jubidubi. Was haben wir hier? Hallo? Wieso komme ich da nicht ran? Gut, es gibt Turkmuni, beziehungsweise ich muss auch ein paar Sachen einschmelzen, ne? Wenn man... wenn wir entsprechend Rüstungskits bauen wollen. Au, hier ging es doch noch in so Dings runter, ne? Da müssen wir natürlich jetzt auch noch gucken. Jetzt machen wir mal oberflächlich alles geschwind. Weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Gestern den hinteren Bereich schaufel ich gleich frei. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Aber da war ja gestern, da waren wir doch durch, oder? Die nehme ich mal mit. Die nehme ich auch mal mit. Hau ich lieber das raus. So. Hier müssen wir natürlich eigentlich auch noch kurz hoch gucken. Wir kennen doch das Spiel. Das erstmal, gehen wir hoch, wir gucken erstmal rum. Keine Zombies, aber Rucksäckler. Das scrappen wir, das andere lasse ich jetzt drin. Das kann natürlich auch sein, dass weiter oben auch noch was liegt, ne? Balken sind alle ohne Loot, alles klar. Langsam, nicht zu schnell. Okay, ich glaube, das haben wir soweit sauber, wenn ich nichts vergessen habe. Die Tasche haben wir durchgeschaut, oben haben wir geschaut. Dann hatten wir da hinten das Gebäude und da ging es runter. Das sollten wir jetzt machen dann als erstes. Das machen wir auch. Ich lade mal alles nach, was ich habe. Hier ist nichts.
Dann sind wir auch gleich wieder mal ein bisschen, können wir uns aufwärmen. Den Müll habe ich bestimmt schon gemacht gestern, ne? Du solltest allerdings das Turret wieder mehr benutzen. So, erstmal hier hin. Darf ich nichts vergessen? Und ich werde mit der jetzt erstmal spielen eine Weile. Das ist ja eine Nummer. Das ist ja eine Nummer. Die Frage ist nur, wo die sind. Ich bin etwas hellhörig gerade. Hier ist Zug spiked. Erzähl mir doch jetzt nicht, dass da keiner ist. Der ist doch nicht allein, oder? Der ist hier rausgebrochen. Kurzer Moment, ich brauche Stöfle. Wir sind heute noch nicht so fit. Hat der mich erschreckt. Hat sich gelohnt, unsere Lieblingsmuni. Da brechen noch mehr raus, oder? Hast du mir auch was da gelassen? Ja, habe ich, sagt er. Munition! Yeah, Baby! Brauchen wir, ne? Wir wollen ja diese Horde Nacht nicht wieder hier rumhechten und nichts dabei haben. So. Ich stell den mal hier hin. Guck mal hier kurz rein. Da war nix. Guck mal hier kurz rein. Das ist wieder so ein kleiner Sack, ne? Komm, das war ins Rückgrat. Das ist ja noch spannender, als ich gedacht habe, jetzt hier in dem Segelgebäude. Irgendwo klopft auch noch einer. Aber guck mal, überall hat es so Kleinigkeiten, ne? Das verdorbene Ding, damit kann ich jetzt eh nichts anfangen. Schmeiß das gleich mal raus hier. Ich kann da schön durchheizen heute. Damit wir draußen noch was gemacht kriegen. Das ist riesig hier unten, ne? Ach du je. Labor. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, oder? Chrysantheme lassen wir drin, weil ich kann mal einen Tee kochen später. So, weiter geht's. Müll durchsuchen. Müll durchsuchen. Sehr geil. Was machen wir hier mit? Kohle mitnehmen? Ja, wir nehmen sie mit. Wer weiß, wo wir wieder welche finden. Ne? So. Schöne Geschichte. Hä? Ich mache erstmal außenrum frei. Kann sein, dass der Boden durch ist hier. Wieso leuchtet das Ding dahin? Muss ich die Mauer wegschlagen? Ich hau mal drauf. Nee, oder?
Glaube ich nicht. Vielleicht hat das auch einfach nur angezeichnet, weil es ein Kreuz ist. Huh! Noch gehört, dass er graschelt hat, der Säckel. Aber haben wir nicht irgendwas Explosives gestern gefunden? Ne, es waren Mollys, ne? Ich mache das jetzt einfach nur, weil ich nicht 100% sicher sein kann, ob nicht doch was hinten dran ist, ne? Wow, was ein schöner, gemütlicher Einstieg, ne? Erstmal hier ein Haufen los. Auch hier, dieses Gewölbe finde ich da gut. Habe ich noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir heute überhaupt zum Abfahren vom Biom kommen. Nö. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie... Weiß nicht, warum das da drauf leuchtet. So. Da kriegen wir Holz, ne? Sarg haben wir durchgeschaut. Mein Turret darf ich nicht vergessen. Gehen wir weiter. Da kommen bestimmt nochmal 2, 3 raus, aber das ist ja überschaubar. Ah. Reparaturkits sind wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall. So. Da ist keiner. Ach, der Gläser. Schöne versteckte Dinger hier. Das ist der Hammer. Okay, Nähsättle. Nähsättchen. Wie mich das halt jetzt hier anknackst, dass ich nicht weiß, ob da doch noch irgendwas ist. Ne? Kann ich wieder sterben, wenn ich das Kreuz auf mich drauf kriege? Ne, das fällt gar nicht in sich zusammen. Das fällt ja gar nicht in sich zusammen. Nö, aber ich habe es ja aufgeschlagen. Ne? Wir sehen ja hier. Kann sein, dass ich hier was übersehe jetzt, weil ich es einfach nicht kenne. Ich laufe jetzt mal weiter. So, die Tasche haben wir. Das haben wir gemacht. Dann geht's für uns hier weiter. Schmerztablette wieder zurückgekriegt. Freue ich mich. Unberührter Sarg mit nichts drin. Freue ich mich nicht. Da ist aber auch ein Licht, ne? Da ist aber auch ein Licht. Aber das sieht aus, als wäre da der Schutt reingelaufen. Das ist schon gut gemacht. Das haben wir schon. Öl. Jetzt bräuchte ich mal einen Händler, um das überhaupt verkaufen zu können. Falls nicht, lerne ich zumindest die Bücher. Ne? Dann lerne ich einfach die Bücher. Das machen wir jetzt auch. Weißt du, wer weiß, ob wir einen Händler finden, wegen 100 Dinger da jetzt rummachen. Holen wir uns lieber ein bisschen EP. So einfach ist das. Ich habe gedacht, wir hatten noch ein Buch. Egal. So Stückle. Ich glaube, wir kommen so langsam ans Ende dieser... Kirche. Da ist nochmal Hauptblut. Und ein Tresor sehe ich. Dietrich habe ich dabei. Komm, wir machen Kamikaze. Die sind oben, gell? Hier unten ist keiner mehr. Komm, wir probieren unser Glück. Lalalalalalala. Da könnte jetzt so unheimlich cooles Zeug drin sein, wenn wir Glück haben. Bloß blöd, dass wir nichts verkaufen können, wenn wir keinen Händler haben, ne? Wir brauchen also früher oder später auf jeden Fall einen größeren Bock. Mindestens mal irgendwann das Motorrad. Wahrscheinlich den... Ich werde wahrscheinlich den Jeep irgendwann, den 4x4. Da haben wir am meisten Platz. Gerade für einen Biomwechsel ist der ja super. Und wenn wir unterwegs sind, in einem Biom, kann man ja dann das Motorrad rausholen, weißt du? Ja, der läuft durch. Und? Kohle zum Umtauschen, Schlagring. Ja. Weiß auch nicht, ob das ein Zeichen sein soll, aber wenn es eins ist, für mich kein gutes. So, komm her, dreh du dich mal rum. Du könntest halt ein bisschen mitdenken hier. Mann, schießen tut's ja wenigstens allein. So, dann gucken wir mal durch. Was finden wir denn? Teile. Muni. 43 mit Mod 35. Die muss ich natürlich checken. Hier haben wir auf jeden Fall 15, 10. Tauschen wir heute gegen den hier. Sehr geil. Das Problem ist tatsächlich, Leute, dass ich die ganzen Einzelteile nicht... Den da, den könnte ich eigentlich wegmachen. Das könnte man wegmachen. Den werden wir wahrscheinlich brauchen. Den werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja. Gefütterte Handschuhe. Gefütterte Handschuhe. Was mache ich jetzt? Weißt du, jetzt geht es wieder los. Hau ich erstmal das hier raus. Dann gehe ich in Verändern.
Ich muss die... Die muss ich rausnehmen. Und die muss ich rausnehmen. Dann schließe ich es ab. Und dann gehen wir nochmal ins Männle. Und dann müssen wir die hier ebenfalls verändern. Aber ein Slot mehr, siehst du? Ist das schon mal erledigt? Die scrap ich durch. Das Zeug brauchen wir alles nicht. Die Truhe haben wir leer gemacht. Die Tasche haben wir leer gemacht. Alles andere ist erstmal überflüssig. Hier ist nichts mehr. Da müssen wir gleich noch gucken. Hier war auch nichts. Kann natürlich sein, dass da oben drauf was ist. Da ist auch noch eine Kiste, die hätte ich fast übersehen. Alles klar, wow, fette Loot-Runde gleich zu Beginn. Auch schön. Schade, dass ich von denen nicht noch einen Stack habe. So, jetzt noch der Bohrer. Fast. Fast. So, das war's. Ne, machen wir mal die Kiste hier oben noch. Huch. Ist ja aus dem Shotgun. Wer weiß, was drin ist. Bisschen Munition haben wir auf jeden Fall zusammengekriegt. Und ich muss noch den hinteren Kirchen. Guck dir das an. Wahnsinn, oder? Vierergewehr 84-1. Die da würde ich natürlich dann eher verkaufen. Da haue ich das raus. Unsere hat 50-26. Falls wir mal zum Verkaufen kommen. So, anders geht's nicht. Dann gehen wir jetzt raus. Ich muss das Turret noch mitnehmen. Die da werde ich im Moment nicht brauchen. Das kann man ja auch gezielt farmen dann. So, das war's. Wir können raus. Gehen wir erstmal zurück und gucken, was unsere Schmelze macht. Hammergebäude. Wäre auch interessant, mal in der Hordenacht so eins zu machen, ne? Und zu gucken, wie sie sich durchbeißen und wir uns in der Mitte irgendwo absichern. Das ist das Stein. Ich dachte schon, das kann man auch noch weghauen. Das haben wir alles durchgeschaut, gell? Da waren wir fleißig heute. So Leute, ein bisschen Munition haben wir gekriegt. Jetzt ich grab das aber noch auf hinten. Das machen wir jetzt noch schön zusammen. Bevor ich dann meine Händlertour mache. Also meine Tour, einen Händler zu finden. So, wo klopft denn der die ganze Zeit, der Simbelmimbel? Du bist nass. Ich hätte jetzt nicht. Achso, jetzt gehen wir erstmal kurz vor. Ich kann das Zeug ja nicht noch weiter einlagern. Oh, ist das ein Wetterle. Oh, ist das ein Wetterle. Pass auf, machen wir uns mal die hier kurz klar. Soweit, neben einen, dass wir da unten wieder hochticken können. Und dann gehen wir erstmal kurz vor zu unserer Schmiede und alles. Boah, das Klima hier, ne? Da bist du echt froh, wenn du irgendwo drin bist, tatsächlich. So, Leute. War das jetzt nur Rauch? Da hinten ist irgendwas. Ja, das ist der Rauch. Das ist eingeschmolzen soweit, dann können wir uns jetzt wahrscheinlich Hülsen herstellen. Soweit klar. Papier habe ich mit Sicherheit keins mitgenommen. Wenn, dann hätte ich es im Fahrrad. Müssen wir auch noch Papier. Doch, Papier habe ich dabei. Tatsächlich für meine Munition, ne? Okay, pass auf. Machen wir folgendes. Flasche Wasser. Ich mache aber erstmal nur 10. Und wir bräuchten... Kleber bräuchte ich eigentlich auch noch, oder? Wobei Kleber haben wir genug. Knochen. Da ist das Rezept, das habe ich vorhin gesucht. Dann ist das auch nochmal weg. Habe ich keinen Schlafsack aufgesetzt? Offensichtlich nicht. Scheinbar nicht. So, jetzt ist der Schlafsack aufgesetzt. Also, jetzt sortiere ich das ganz kurz durch. Ich passe mal auf. Geschossspitzen. Dafür fehlt uns Blei. Habe ich jetzt viel Blei gefunden gerade? Ein bisschen was. Das ist nicht arg viel. Ich schmelze es mal ein. Oh! Da kommt ein Reiseziel auf uns zu. Den werde ich dann abfahren. Machen wir einen schnellen Wegpunkt, dann vergesse ich es nicht. Also, meine Lieben, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz sortieren. Das wird jetzt nochmal eine Ecke dauern, bis ich das check, was ich hier machen soll. Oder will. Die haue ich mal rein. Das sind so viele drin, die laufen jetzt eh nicht durch. Das passt also. Wenn wir einen Händler finden, würde ich das verkaufen. Deswegen nehme ich das Zeug mal mit für den Fall der Fälle. Das können wir hier drauf machen. Dann ist das erledigt. Ah ne, wir müssen einen Händler finden. Falls nicht, muss ich das Zeug loswerden hier, ne? Dann würde ich doch sagen, wir machen gar nicht lang rum. Haben wir noch die Chance, ein bisschen Schießpulver herzustellen? Nicht wirklich, ne? Weil kein Nitrat. Sei denn, ich hab's hier drin. Ist Nitrat im Rad? Nee.
Natürlich nicht. Metall würde ich allerdings dieses Mal noch ein bisschen einschmelzen, weil wir wollen uns ja die Kits machen, ne? Also während ich jetzt unterwegs bin, lasse ich das mal durchlaufen. Dann haben wir das schon mal. Und Schrot. Grobes Zeugs habe ich. Das habe ich, das habe ich. Dann hole ich das jetzt hier raus. Dann kann da schon mal ein bisschen was passieren. 48 Stück. Problem ist nur, ich habe kein Bench, ne? Müsste ich dann auch mitnehmen, falls ich einen Händler finde oder eine Bench. So, lassen wir das jetzt einfach. Das mache ich jetzt hier rüber. Das passt soweit. Das war's. Wir gehen kurz auf Händlersuche. Wenn nicht, muss ich nämlich hier komplett umsortieren. Das wird eine Weile laufen, ne? Das Holz lasse ich jetzt hier drin. Hier mache ich kurz aus. Nehme mal das raus. Schalte wieder an. Beziehungsweise brauche ich nicht. Läuft eh nichts mehr durch. Der läuft noch eine ganze Weile. Das lasse ich jetzt so. Auf geht's. Komm, wir holen den Fallschirm. Sieht aus, als hätte sie uns schon wieder hier oben auf dem Berg setzt. Ich dachte, die steht unten am Fuße des Berges. Hier ist sie. Ich dachte schon, das ist wieder soweit. Mal gucken, ob ich da rankomme. Jo. Mal gespannt, was drin ist. Essen brauchen wir eh. Oh, eine nächste Quest ist sehr gut. Das habe ich. Ach, als ob sie für uns gerichtet wäre. Was ist das für eine Quest? Töte ein paar Zombiehunde. Au, die machen wir. Dann würden wir doch zum Abgeben normalerweise zum Händler geführt werden, oder? Die ist im Grünen. Trotzdem, wir probieren unser Glück. Fahr kurz rüber. Die machen wir kurz in der Hoffnung, wir kriegen dann zum Abgeben der Quest. Kurzer Moment. Kurzer. Wo ist denn mein Shotgun, mein neuer? Das ist doch mein neuer hier, ne? Kurzer Moment, meine Freunde. Da hätte ich schon mal das Schwein. Wie das springt in letzter Zeit. So. Fleisch könnte ich ja mitnehmen. Also, Schwein haben wir schon mal. Fehlt nur noch Hirsch, Speer und Huhn. Leute, ich fahre kurz rüber. Machen wir die Quests im Grünen geschwind? Wir sind angekommen, aber wahrscheinlich werden wir die Quest im grünen Biom zum Abgeben angezeigt kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Ich gucke gerade mal, dass alles durchgeladen ist. Wir machen es am besten mit der hier. Ich drück drauf. Oder kommen einige? Ich habe mit 3 gerechnet, weil ich damals so begeistert war als die Krankenschwestern. Rede mit Händler. Warte mal geschwind. Der angezeigt werden könnte. Ist das eine, der wird uns der Händler jetzt nicht angezeigt? Quest entfernen, auf der Karte zeigen, geht nicht, aktivieren. Hey, das ist also random, man muss einen Händler finden. Noch schade. Ich dachte, weißt du, dass der dann vielleicht irgendwo aufblinkt. Ja, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen ins Biom noch, der Nameless und ich. Wenn ich irgendwas Cooles finde, eine City oder irgendwas, hole ich euch dazu. Es ist halt schon wieder 15:29 Uhr, ne? Die Zeit flitzt natürlich. Durch die Kirche haben wir viel Zeit verloren. Die Hunde baue ich jetzt nicht ab, weil ich das Zeug im Moment nicht brauche, was die droppen. Und ich auch nicht in nächster Zukunft weiß, was ich brauche, wann ich es brauche. Ich fahre jetzt ein bisschen das Biom ab. Wir werden vielleicht entweder heute Nacht dann im Wasserturm schlafen. Dann machen wir es so, weil jetzt haben wir ja Loot erstmal zu versorgen und alles. Ich habe einfach mal hier mitten rein einen Punkt gesetzt, den roten. Den fahre ich einfach mal hin, dass wir das Gebiet ein bisschen freilegen. Und da hinten scheint ein Meer zu sein. Also da gibt es kein weiteres Biom. Und irgendwie scheine ich hier durch den Zufall ein Haus erwischt zu haben, ne? Gerade. Aber das loote ich jetzt nicht durch. Oh. Ne, der ist mir jetzt gerade zu schnell. Aber die Quest kriegen wir ja auch noch irgendwann gemacht. Schade, schade, dass das kein Händler anzeigt, ne? Guck mal, das steht mitten in der Prärie hier. Und offensichtlich habe ich es auch genau erwischt. Guck mal. Ich habe das einfach ins Leere gesetzt, das Zeichen, ne? Sehr schön. Aber guck mal, wenigstens ob er Post gekriegt hat, der Gute. So. Nö. K-Post. Jetzt verfahren wir denn weiter. Ein bisschen würde ich schon noch entdecken. So. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein Stück da hoch und gucken, was da noch kommt. Machen wir etwa bis. Bis wie viel Uhr machen wir das? Weil ich merke gerade, dass die Ausdauer runtergeht. Ich müsste mich eigentlich ein bisschen um Essen und Trinken und so kümmern. Nee, ist er nicht, gell?
Ich sehe keine Fahne. Doch, das ist er, oder? Jo, wir haben den! Ey, Leute, das ist... Ich hab nicht Lucky Luther geskillt, ne? Alter, wie gut! Ey, das hätte jetzt... Guck mal, das kann ja überall sein. Ich habe nämlich überlegt, fahr mal hoch, fahr mal runter. Dann dachte ich, ja, du musst ja auch zur Siedlung zurück. Und da bin ich jetzt einfach hier rum. Ich habe nicht geguckt vorher, wo die Händler sind. Ich schwör's. Geil, oder? Oh, da freue ich mich. Au, da freue ich mich. Ich habe aus Meister dabei, was ich verchecken will. Ist natürlich wieder... Ne, ist auch gar nicht weit weg. Kriegen wir Luca hin. Nehmen wir uns die Quest mit, oder? Pass mal auf, wo müsste die Quest denn sein? Im Osten? Südosten. Hat er eine Workbench? War das nicht der Durchgang, wo ich an seine Tresor... Jetzt machen wir erstmal eins am anderen. Das machen wir alles morgen dann hier. Den Händler mache ich morgen sauber. Ich gucke jetzt nur mal ganz kurz grob rum. Oh, da freue ich mich jetzt aber tierisch. Weil jetzt ist nämlich so, dass wir jedes Mal, wenn wir wieder Biom wechseln, bei der zweiten Runde, wenn die Biome wieder dran sind, wissen wir, wo sie sind, weißt du? Haben wir offensichtlich schon. Das heißt, das verkaufe ich ihm. Das nehme ich mit. Wenn ich jetzt schon gerade reingehe. Die braucht man nicht. Oh, da freue ich mich. Darf ich mich nur nicht zu lange aufhalten? Haben wir von dem Zeug schon welches? Nee, dann lass das wegen einem. Machen wir jetzt auch nicht rum. Guck mal gleich hier rechts in die Tür rein. Die wissen wir ja, wie wir sie bekommen. Den habe ich noch nicht gesehen. Komm, das machen wir morgen. Eine separate, gemütliche Runde beim Händler looten. Dietrich und so. Da hat er eine Schmelze. Wäre sogar eine funktionale Schmelze gewesen. Wahrscheinlich sind die Werkbank kaputt. Und hier komme ich auch an der Safe ran, oder? Ja, hier komme ich an der Safe ran. Bei dem anderen kam ich nämlich nicht ran. Servusle. Können wir die Quest abgeben? Siehst du, Händler, Bub. Erstmal guck mal rein. Händler Reset ist auf Tag 19. Wir haben Tag 16. So. Dann geben wir erstmal hier ein Minibike. Motorrad. Und der 4x4. 4x4 Truck-Fahrwerk. Ach, das ist nur das Fahrwerk für 18.000. Munition können wir kaufen. Sehr, sehr geil. Der Tragschrauber wäre drin für 100.000. Das ist nur das Fahrwerk. Ich spare einfach mal Geld, bis ich irgendwann wieder in die Verlegenheit komme. Und dann holen wir uns Motorrad, oder? Jetzt pass auf, ich vercheck mal unsere Sachen, die wir nicht brauchen. Also, tatsächlich werde ich die hier los. Ich repariere die jetzt auch nicht. Wir wollten sie ja eigentlich scrappen, ne? Guck mal, die bringt 75. Wenn ich die jetzt scrap, jetzt guck mal nochmal. Ich zerleg die und dann kommen raus drei Stück von denen hier. So, dann gucke ich nochmal rein. Jetzt habe ich vergessen, wie viel es gekostet hat. Sind jetzt weniger, ne? Es ist wohl dann nicht bei allem so. Egal, das mache ich jetzt auch nicht. Ich verkaufe das in Zukunft, das ist mir alles viel zu umständlich. Oder bringt jedes 30? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann hat es sich doch gelohnt. Sehr schön, dass wir das Zeug loskriegen. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich es mit mir rumschleppen muss. Ja, ohne Händler hast du halt tatsächlich das Problem, dass wir nichts verkaufen können, ne? Guck mal, wie viel Shotgun-Muni wir jetzt durchs Looten allein gekriegt haben. Hammer, oder? Jetzt pass auf. Das hier können wir komplett umtauschen. Haben wir auch schon mal wieder ein bisschen Kohle dafür bekommen. Das da... Ja, das habe ich im Verkauf. Ich brauche es eh nicht. Die will er ja nicht, oder? Doch, die kann ich ihm auch verkaufen. Die brauche ich nicht alle. Meine Schaufel behalte ich. So, das Buch haben wir schon gelesen. Kannst du haben. Dann wollte ich ja den Knüppel eigentlich behalten. Und ich muss das noch kurz durchgucken. Wenn ich die zwei Wumm... Das müssen wir noch kurz machen. Also. Verändern... Ein Platz. Und die hier hat jetzt 39, 35. Magazingröße ist 14. Hier ist sie 13. Hätte ich ein größeres Magazin. Habe weniger Power, aber ich habe einen Slot mehr. Und das geht jetzt einfach vor. Das geht einfach vor. Und jetzt probieren wir das ganze Spiel nochmal, weil wir einfach jetzt gerade hier sind. Ich würde 158 bekommen. So. Wo sind die Teile? Da oben. 30, 60, 90. Also der Deal hat sich nicht gelohnt, ne? Der hat sich jetzt nicht gelohnt.
Okay, aber dann wissen wir das. Das brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Das kann weg. Die brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Aber wegen Sex. Aber ich brauche Lootplatz. Das ist viel wichtiger. So, meine Lieben. Dann haben wir schon mal ein bisschen was ausgeräumt hier. Den Rest würde ich jetzt erstmal wieder mitnehmen. Good Wir luck with kaufen that. uns jetzt noch Muni. Und zwar die hier komplett. Die hier komplett. Thank God you're done browsing. Next Ich time I'll muss am charge you for Fahrrad kurz this. mal Kohle holen. Kurzer Moment, Bursche. Da hinten ist die Workbench. Und die funktioniert. Hey, dann nehme ich das ganze Zeug mit, wenn wir das nächste Mal hochfahren. Nehmen wir die Sachen mit. Und geben sie dem Händler hier ein. Dann gehen wir da oben rum, looten den Händler durch. Ich schau mal, dass ich eine Mission mitnehme. Wir müssen jetzt halt da gucken, dass wir nach Hause kommen. Ich will nur ganz kurz meine Kohle mit. Müssen wir überhaupt alle kaufen? Ich meine, da haben wir ja jetzt genug, ne? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Die verchecke ich ihm noch geschwind hier. Da möchte ich aber was probieren nochmal. Ja, dann kriegen wir nämlich die Munition zurück, die drin war. Das ist mal fast wichtiger. So, Leute, komm. Nehmen wir unsere Quest mit. Was haben wir gesagt? Ost, Südost. La la la, dann na und essen könnte ich mal was mitnehmen. Ja, Baby. So, wir brauchen erstmal eine Ost-Süd-Ost-Aufgabe. Ost 1 Kilometer, Ost 800 Meter, Süd. Ost-Süd-Ost. Das I've hier got könnte a eine sein, good die bei uns deal. drin ist. Ich weiß nur nicht, ob ich das Hopefully Gebäude for schon the gemacht habe. game plan. Nee, guck mal. Das Gebäude, das nehmen wir uns mit runter. Dann haben wir da auch ein bisschen Spaß. Sehr schön, oh schön. Genau, jetzt geht's einfach. Wir pennen im Wasserturm heute. Das sind wir safe. Das sind wir safe. Das sind wir safe. Das verarbeite ich selber. Ich hätte gerne dir noch verkauft. Habe ich das jetzt schon gemacht? Jetzt gehe ich nochmal alles durch. Die Dinger will ich mal aufheben, falls wir mal ein bisschen Spaß haben wollen. Die da und die da. Den Schläger nehme ich mit. Das ist Munitionszeug. Das auch. Das würde ich dann so machen und so. Das ist die Toolreihe. Hier. Das kann weg. Das ist alles Zeug, das ich nicht hergeben will. Toolreihe. So. Quest haben wir mit. Gehen wir If there's heim. nothing Schlafen wir im else, you Wasserturm. best be Wenn wir on your abgeben, way. looten wir natürlich in aller Ruhe den. Ah, Essen wollte ich kaufen. Freue mich jetzt gerade tierisch, dass wir den gefunden haben. Haben wir echt Glück bis jetzt, ne? Inventar. Erstmal kurz hier reingeguckt. Schießpulver. Na, Schießpulver kann ich jetzt auch nicht liegen lassen. Nehme ich mit. Papier habe ich noch. Chili Hotdog. Die nehme ich alle drei mit. Und eine Süpple nehme ich auch noch mit. Those Alles klar, ich damn bin things are zufrieden, das selling war's. like Fahren wir hotcakes. nach Hause, gucken wir mal ganz kurz, welches Gebäude uns da rausgesucht worden ist. Nicht, dass es eins ist, wo wir für die Hordenacht nehmen wollen, weil dann würde ich es aussparen. Das war's, alle haben einen Deal gemacht, oder? Warte mal geschwind, bevor wir wieder in die zombie-gefährliche Gegend fahren. Ich habe jetzt natürlich noch nicht nach Mods geguckt, das machen wir alles morgen dann in aller Ruhe, ne? So, pass mal auf. Ach, da hätte ich die Nähkästchen gehabt, siehst du, hätte ich es reinmachen können. Dann mache ich mal den Kleber mit hoch. Und irgendwas wollte ich noch mit hochschmeißen. Ach ja, mein Geld. Das habe ich alles ganz gerne im Fahrrad. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Händler jetzt wieder finden, so schnell. Die ersten Spikes sind auch schon da. Wie weit ist es denn? Komm her, fahren wir die Hauptstraße. Ich hole euch gleich ab, wenn wir am Dorfeingang sind. Dann suchen wir uns noch ganz gemütlich die Schmiede, gruschen nochmal alles durch. Schauen kurz, welches Gebäude da morgen früh auf uns wartet. Und ich muss den Kirchenplatz noch freibuddeln morgen. Das machen wir in einem Aufwasch. Dann gehen wir die Quest ab, holen uns eine neue. Schauen nach Mods. Hauptsächlich auch jetzt so langsam mal Isoliermods, was wir so finden. Machen wir morgen in aller Ruhe den Händler noch durch als Lootobjekt. Und dann passt. Was mich unheimlich begeistert an dem Spiel ist, wenn man auf so eine Siedlung zufahrt wie jetzt hier. Wie toll das dann aussieht. Guck dir das mal an. Ist aber nicht das Motel, oder? Das wäre der Knaller. Dann würde ich 2 Tage vor der Hordenacht schon anfangen. Dann würde man das Hotel als Hordegebäude nehmen. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber irgendwann, das ist nicht das Hotel, ne? Aber irgendwann werden wir auch mal so ein Hotel machen. So ein kleines, weißt du? So ein Gebäude, wo man wirklich vielleicht 2 Tage vor der Hordenacht freiräumen muss. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Kommt ja alles, wir haben ja erst angefangen. So, ich muss aufpassen. Seht ihr mit dem Fahrrad, wie ich mit meiner Energie, mit meinem ganzen Zeugs dann plötzlich nicht mehr Herr der Lage werde? Ist der Hammer. Habe ich aber nur, wenn ich das Fahrrad benutze. Dabei ist es ganz einfach. Du musst ja eigentlich nur
auf Shift draufbleiben, ein, zwei Treppler machen und dann loslassen. Dann rollt er ja, ne? Oh, ich glaube, das ist das da drüben. Das habe ich auf keinen Fall vor, zur Horde nachzunehmen. Da können wir dann morgen schön questen. Solange es nicht das jetzt hier wäre, ne? Wobei, das holen wir uns in der nächsten Schneezyklus, nehmen wir das. Ja, guck mal. Hier haben wir morgen unser Loot-Gebäude für die Quest. Sehr schön. Jetzt gehen wir zur Schmiede zurück. Wasserturm war ja in der Nähe, glaube ich, ne? Dass ich jetzt tatsächlich heute Nacht dann nochmal sicher bin. Ja, passt doch. Alles gut gelaufen. Sehr schön. Nur ein bisschen viel Geld habe ich jetzt ausgegeben für die Munition, aber hey. Hier ist der Wasserturm links. Dann fahren wir aber jetzt trotzdem noch ganz kurz hier übers Feld. Also, Ziel ist klar, morgen die Quest erledigen, abgeben, beim Händler nach Mods schauen, nochmal durchgruscheln, was wir brauchen können auf jeden Fall und die Kirche komplett fertig machen, ne? Dass wir bei der Kirche das Zeug noch ausgraben, das möchte ich noch gerne auf jeden Fall erledigen. So, stopp. Fahrrad abstellen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Die läuft natürlich weiter, wenn man so viel Holz benutzt. Da wollte ich auch noch gucken. Wir brauchen Klebeband, gell, für die Reparaturkits. Stofffetzen. Das heißt, da muss ich morgen drauf achten, dass ich die nicht alle... Oh, das ist ja sogar bald durchgelaufen. Sehr, sehr cool. Dann können wir vielleicht hier noch geschmiedetes Eisen machen. Die brauche ich nämlich auch. Das passt, das passt, das passt. War es eigentlich in groben Zügen. Mehr müssen wir nicht machen. Unsere Hülsen sind fertig. Die Geschossspitzen nehme ich natürlich mit. Hier mal ein bisschen Schießpulver. Ja, da gruschen wir morgen nochmal gemütlich durch. 1 Minute 22. Dann machen wir das mal folgendermaßen. So. Dann läuft es nämlich auch von alleine aus. Hier passt's. Hier brauche ich mal keinen Kopf machen. Essen, trinken habe ich. Ne, geh mal in der Wasserturm, Leute. Aufgaben für morgen sind klar. Ich laufe kurz rüber. Alles klar, super. Wir haben Munition besorgt, Händler gefunden, es läuft. Wie lange haben wir jetzt noch Zeit? 5 Tage sind wir hier noch. Das heißt, wir können auf jeden Fall einige Quests machen. Dann gibt es noch Kohle. Es wird schon teuer, das nächste Fahrzeug zu kaufen, ne? Und guck mal, genau auf die Minute sind wir wieder zurück. Ich habe einen Zombie gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier einen Geier gibt. Nee. Noch übler. Noch übler. Sag mal, früher waren da immer Kisten, ne? Das ist keine, aber. Früher, wie ich die mal rede, ich habe da gar nicht so viel gespielt, dass ich sagen könnte, früher. Die letzten Türme, die ich hatte, so kennengelernt habe, da waren ja öfters mal dann Kisten. So, Leute, ich versteckel mich hier. Au, ob wir das überhaupt überleben werden? Ich boller mich schon mal auf. Aber wir haben ja genug Verbände und alles da, ne? Das läuft. Das läuft. Das packen wir. Beziehungsweise ich bin auch der Held, ich kann ja reinlaufen. Ich kann ja in den Turm, ne? Ich muss ja nicht oben drauf sitzen bleiben. So. Das müsste doch normalerweise laufen jetzt hier, oder? Ja, wir trocknen langsam. Hätte man noch eine Fackel hinstellen können vielleicht. Ja, das passt. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.